Die nächste Gruppe ist das Team Mad Six. Das sind Stefan, Lydia, Nico und Leonhard. Und der Mentor, der das begleitet hat, war Ben. Und wir sehen jetzt eine besondere Musikvisualisierung. Die Mikros liegen da auf dem Tisch, könnt ihr euch einfach wegnehmen. Die sollten auch an sein. Jetzt kommt was raus. Hallo, wir sind die Gruppe Mazix und wir haben ein Tool entwickelt, womit man Audiodateien grafisch darstellen kann. Zuerst hieß unsere Gruppe Pythesizer, dann kommt wieder anders und jetzt heißen wir halt Mazix, weil erstmal haben wir überlegt, ob wir dem Skript beibringen, Musik zu erstellen. Das stellte sich dann aber irgendwann als nicht machbar oder als einfach nicht gut klingend heraus. Wir haben uns überlegt, was können wir sonst machen und haben uns dann überlegt, ja, wir könnten auch einfach also Musik in Videos umwandeln. Genau, ich war schon immer sehr am Sound interessiert. Wie funktioniert Sound? Wie werden Waves, Wellen aus einfacheren Kosinus- und Sinuswellen zusammengesetzt? Und da haben wir uns überlegt, dass wir am besten in Jupyter arbeiten. Das ist sozusagen ein Visual Notebook, Interactive Notebook, was meistens eher für so Big Data Analytics Sachen verwendet, wird. Aber wir haben das hier verwendet, um eine Art so Introduction to the Physics of Sound zu erstellen in Python. Wir haben angefangen mit einfach so die Basics von Sound, zum Beispiel wie plottet man eine Sinuswelle, eine Sine Wave. Und das hat man hier erstellt. Ich habe versucht, Sachen zu kommentieren, dass man dann, und da kann man entsprechend auch Frequenzen ändern, wenn du jetzt ein bisschen weiter nach unten gehst. Hier sehen wir eine Kosinuswelle, wie man das in Python erstellt, also eine Welle mit einer Phase-Shift, eine Phasenverschiebung von Pi halbe. Genau, und wenn du noch weiter runter gehst, da sieht man, man kann da auch Kosinuswellen, ja, stopp, da ein bisschen, ja. Ich habe versucht, das alles zu beschriften. Hier sehen wir dann eine Kosinuswelle, dann, die dann in Spektrumform abgebildet wird. Genau, mit kein, also da sind keine Harmonics, weil man halt nur dieses einen Peak sieht. Ja, das gleiche mit Sinus- und Kosinuswellen und natürlich auch Crazy Wellen, Sawtooth Waves, mit denen kann man das auch machen und dementsprechend auch die Spectral Forms sehen. Genau, und das kann man halt weiterbauen. Man kann auch die eigenen Audiodateien hochladen. Und das Coole ist, dass man wirklich sehr viel selbst, also das arbeitet das. Dieses Jupyter arbeitet öffentlich, also on an open, like a open server, and you can change things. Genau, man kann Verschiedenes verändern, ja. Und wir sind halt auch auf, wir haben auch ein öffentliches GitHub, einen öffentlichen GitHub-Account, da kann man sich den Code jederzeit runterladen, auch dieses Beispiel. Und wie die, das noch eine kurze Erklärung haben wir auch auf, noch auf Hash, auf Hash, 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 Hackdash, ja, Sprache ist schwer. So, und ja, und dann kannst du jetzt direkt in den letzten Tab gehen und einfach nur. Und jetzt das Skript in Action. Du musst nur eins eintippen und nicht den Nummernblock verwenden. Weil Nummernblock funktioniert nicht. Also 001 ist einfach nur eine Sounddatei, die wir hinter, die wir auf, da die rumliegt. Und da steht jetzt hier, wie viele Samples, also er zerlegt das in kurze Stücke und da steht dann auch hinter, wie lang das Stück ist, also in dem Fall 164 Sekunden. Und so sieht das dann in Action aus. Mache ich jetzt. Der rote ist immer der aktuell, die aktuell, das rote ist immer die stärkste Frequenz und die grüne Linie ist der Durchschnitt von allem und die
bunte, also die diese komische blaue wabbelnde Linie ist einfach nur da, weil sie gut aussieht. Lass mal noch was laufen. So, damit ich jetzt auch noch mal kurz zu Wort komme. Ich habe jetzt bisher gar nichts gesagt. Also, es war jetzt auch recht viel auf Englisch, weil nun mal auch Informatik so auf Englisch nun mal praktiziert wird. Ist nun mal auch die Weltsprache. Nee, im Prinzip machen wir hier nichts anderes, als die Töne so zu verändern, dass wir die visuell darstellen können, dass man also auch, je nachdem, als Hörgeschädigter theoretisch auch diese Musik lesen könnte. Ja, und damit auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs Aufpassen. Das war's. Die Musik hattet ihr auch selber gemacht, oder wie war das? Ja. Das habt ihr gar nicht gesagt. Ja, dafür nochmal einen Applaus.